jedes Land hat seine eigene Art von Interpretation der Geschichte oder seine eigene Propaganda. Jedes Land, unser Land, deren Land, euer Land, jedes Land erzählt die, besonders die Kontinente erzählen ja die Geschichte anders, als wir sie zum Beispiel bei uns kennen. Zum Beispiel wird die Geschichte von Europa bestimmt in China anders erzählt, als wie sie uns hier in Europa erzählt wird. Die Geschichte von China wird uns in Europa anders erzählt, als wie sie selbst in China erzählt wird und so weiter. Das heißt, im Endeffekt sind wir, die normalen Pupsis hier, ne, sind wir jeglicher Propaganda oder falsch, oder geschichtlich falsch erzählten Dingen ausgeliefert. Außer du beschäftigst dich wirklich damit und nimmst sämtliche Ich Quellen habe mies recherchiert. von internationalen Quellen, um dir ein Bild zu machen von der Geschichte oder von sonst was. Das ist meine Meinung. Das ist nur meine Meinung, Leute. Jedes Land betreibt seine eigene Propaganda. Und deswegen ist es schwierig. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig. Ich würde auch nicht hier dem Putin gerade, was er mir da erzählt, sofort glauben. Oder was mir hier der Olaf Scholz erzählt, glauben. Oder sonstiges. Oder was ich hier in den Büchern gelernt habe, glauben. Wir sind dem ausgeliefert. Versteht ihr, was ich meine? Und das macht es so schwierig. Das macht es verdammt schwierig. Deswegen sage ich schon mal an der Stelle, ich habe keine Ahnung, sondern nur Vermutungen. Und sehr viele Fragen. Ahnung habe ich keine. Ich habe Vermutungen und sehr, sehr viele Fragen. Diese zwei Dinge habe ich immer. So, mehr habe ich nicht. Sorry, Alter, ich kann da nicht mehr sagen, weil I don't know. Ich war nicht dabei. Ich kenne die Geschichte nicht von Russland. Ich kann sie nicht verifizieren. Ich kenne die Geschichte nicht von China. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht wirklich befasst. Ich glaube, sehr wenige von uns. Aber wie zum Teufel, jetzt Frage an uns alle, wie können wir uns da hinstellen, nur weil wir zwei, dreimal irgendwas im Internet oder in den Nachrichten gehört haben, plötzlich eine Meinung darüber bilden und das dann so als Wahrheit darstellen? Das geht doch gar nicht. Ist nur meine Meinung. Kann ja jeder selber sehen, wie er will. Das ist nur meine persönliche Meinung. Yakuza heißt Familie und du, Kianosch, bist Familie. Ich finde die Dinge so gut, was in Deutschland abgeht. Bin seit 6 Jahren in Japan. Echt? Deine Streams klären auf über unser Land. Ey, ich küsse dein Herz, Bruder. Erstmal danke sehr und ist mir eine große Ehre. Schöne Grüße nach Japan. Ich habe noch keinen Freund in Japan. Freut mich auf jeden Fall. Doch ein Freund von meinem Vater wohnt in Japan, aber lange nichts mehr von ihm gehört. Liebe, liebe Grüße. Beziehen ist eine Giant russische Hero Invasion for in Russian Polen, Friends. Dear friend, I Lettland. think you're referring. Expansion. Warte mal kurz. Willy Honka Sägen GmbH. Er sagt, Putin soll mal Beweise bringen. Worte eines Politikers sind nicht gerade vertrauenswürdig. Schwarz auf weiß oder Scheiß. Okay, mein lieber Willy Honka. Dann fang doch mal bei deinem eigenen Bundeskanzler an. Stell ihm mal diese Fragen. Oder zählt das bei ihm nicht, was du hier schreibst? Hä? Frage. Ich sagte doch, Ahnung habe ich nicht. Fragen habe ich aber ganz schön viele. So, man sollte sie alle fragen und alle sollten ihre Beweise auf den Tisch legen. Jeder Einzelne. Und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, obwohl man hier vor seiner Haustür immer noch Dreck hat. Also, weiß ich nicht. Also für mich persönlich ist jeglicher Politiker oder jemand, der im Amt sitzt, in solchen Positionen, ist für mich erstmal sehr kritisch zu beurteilen oder sehr kritisch zu, zu scannen, weil diese Position ist einfach nur dafür gemacht, um irgendwelche Befehle auszuführen. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese heftigen Entscheidungen, die getroffen werden, egal in welchem Land, nicht von einem Präsidenten alleine gemacht werden oder er dann irgendwann nachts aufsteht, weil dem Putin wird ja vorgeworfen, dass er wahnsinnig geworden wäre. So als wäre das alles seine eigene. Er ist irgendwann aufgewacht in seinem Bademantel, schweißgebadet aufgewacht, trinkt noch einen Schluck Wodka oder was, rennt nach unten, sagt zu seinen Leuten, nimm das Telefon, sagt, wir machen jetzt Krieg. Blöd, mit große Augen, Pupillen auf. So. So soll er uns verkauft werden. So, und wir können alle mit Sicherheit sagen, dass es bestimmt nicht so ist.
So, das ist nämlich das Ding, Leute. Das ist alles so ein Quirkwall, das ist so ein Quatsch, Alter. So, ich will den Typen hier nicht schützen. Er hat selber absolut viel Dreck am Stecken, genauso wie jeder andere Machthaber in dieser Position. Aber ich mag es einfach nicht, wenn man sich als Land irgendwie als Gutmenschen verkaufen will und andere als schlecht. Ich mag das einfach nicht. Dann sei doch ehrlich und sag, wir sind auch Bastarde. Aber die sollen auch zugeben, dass sie Bastarde sind. Damit jeder sieht, dass wir Bastarde sind. Dass wir Lügner sind, Betrüger sind, Mörder sind, was weiß ich, korrupte Politiker sind und, und. Damit die Menschen endlich mal erfahren, mit wem man es hier zu tun hat, Alter. Und die Aufgabe, ich finde, die Aufgabe der Politik ist eh viel zu hoch gepokert, Alter. Das ist gar nicht deren Aufgabengebiet, was sie da machen. Die sollen einfach nur diplomatisch vermitteln und lösen, anstatt hier Krieg zu betreiben, Alter. Das ist doch gar nicht deren Ding. Ich finde, das ist zu viel für die. Krieg gehört gar nicht in deren Aufgabengebiet, überhaupt nicht. Sondern eher Krieg zu schlichten. Und anstatt es voranzubringen und dann noch irgendwelche Gelder rauszuholen für ihre Industrien und so. Dicker. Expansionistisches Verhalten. Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Sie russische Truppen nach Polen schicken? Nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreift. Der hat einfach die Schultern gezuckt, ne? Dieses, ja, wenn es sein muss, habt ihr das gerade gesehen? Sorry Leute, ich bin wieder da, ich hatte gerade ein wichtiges Telefonat. Achte mal drauf. Expansionistisches Verhalten. Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Sie russische Truppen nach... Guck mal, jetzt wieder mit den Schultern zuckt. Achtet mal drauf. Polen schicken? Nur in einem Fall. Der sagt einfach so, ja. Wenn es sein muss. Boah, ist schon wild, Alter. Wenn Polen Russland angreift. Und warum? Weil wir kein Interesse an Polen, Lettland oder sonst wo haben. Warum sollten wir das auch tun? Wir haben einfach kein Interesse. Das ist nur Drohgebärde. Nun, das Argument ist, ich weiß, dass Sie das wissen, das Argument ist, dass in der Ukraine einmarschiert wurde von Ihnen. Es hat territoriale Ziele auf dem ganzen Kontinent und Sie sagen unmissverständlich, dass Sie die nicht haben? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Man muss einfach kein Analytiker sein. Es widerspricht dem gesunden Menschenverstand, in einen globalen Krieg verwickelt zu werden. Und ein globaler Krieg wird die gesamte Menschheit an den Rand der Zerstörung bringen. Das liegt auf der Hand. Es gibt durchaus Mittel der Abschreckung. Sie haben uns die ganze Zeit über Angst eingejagt. Morgen wird Russland taktische Atomwaffen einsetzen. Morgen wird Russland das einsetzen. Nein, übermorgen. So what? Um in der Konfrontation mit Russland auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz zusätzliches Geld von den amerikanischen und europäischen Steuerzahlern zu erpressen. Aber das Ziel ist es, Russland so weit wie möglich zu schwächen. Einer unserer ranghöchsten US-Senatoren aus dem Bundesstaat New York, Chuck Schumer, sagte gestern, dass wir die ukrainischen Bemühungen weiterhin finanzieren müssen, da sonst US-Soldaten dort kämpfen könnten. Ey, ganz kurz, also ich finde das so interessant einfach nur. Ich habe mal eine Frage. Stimmt es das, dass Deutschland wegen dem Gasproblem, weil die ja boykottieren, die wollten ja Russland boykottieren, dann haben die gesagt, obwohl die Verträge laufen, obwohl schon gezahlt wird die ganze Zeit, ne, haben die gesagt, wir nehmen trotzdem das Gas nicht an und kaufen das aber dann mit neuem Geld aus einem Land, was aber aus Russland wieder das Gas quasi entnimmt. Also aus einem Land, was trotzdem von Russland Gas kauft, kaufen die Deutschen das dann über Umwege. Stimmt das? Das gleiche Gas aus Russland kaufen wir über dritte Personen oder was? Und wir nehmen das hier einfach so hin oder was? Also das ist so cool? Ist das korrekt? Findet das jemand gut? Ist das nicht der Beweis dafür, dass wir geisteskranke Menschen oben sitzen haben, die hier irgendwelche Entscheidungen treffen? Okay. Wer zahlt das? Also, von welchem Geld? Von welchem Geld wird das denn bezahlt? Und warum? Also, warum lassen wir das zu? Wie kann das überhaupt möglich sein? Urteilen Sie das. Das ist eine Provokation und eine billige Provokation noch dazu. Ich verstehe nicht, warum amerikanische Soldaten in der Ukraine kämpfen sollten. Es sind Söldner aus den Vereinigten Staaten. Die meisten Söldner kommen aus Polen. An zweiter Stelle stehen Söldner aus den Vereinigten Staaten. Und an dritter Stelle Söldner aus Georgien. Nun, wenn jemand den Wunsch hat, reguläre Truppen zu schicken, würde das die Menschheit sicherlich an den Rand einer sehr ernsten globalen Situation bringen. Das ist offensichtlich. Wir haben die Vereinigten Staaten das Nötigste. Wozu? Tausende von Meilen entfernt von ihrem nationalen Territorium. Haben Sie da nichts Besseres zu tun?
Sie haben Probleme an der Grenze, Probleme mit der Migration, Probleme mit der Staatsverschuldung, mehr als 33 Billionen Dollar. Sie haben nichts Besseres zu tun? Also sollten Sie in die Ukraine kämpfen? Wäre es nicht besser, mit Russland zu verhandeln? Schließen Sie ein Abkommen, wenn man diese... Sorry, wenn ich nochmal stoppe, aber ich frage mich an dieser Stelle, wie wird das überhaupt gerechtfertigt? Also womit rechtfertigt Deutschland das überhaupt? Dass die dasselbe Gas, wofür die ja ihre Verträge haben, über keine Ahnung wie viele Jahre noch, das teurer irgendwo anders kaufen. Nur damit sie es nicht direkt von Russland bekommen oder so ein Scheiß. Womit wird das gerechtfertigt? Fragt keiner danach oder was? Wollen die Menschen keine Rechtfertigung dafür haben? Wurde darüber überhaupt eine richtige Diskussion geführt? Von wo kauft Deutschland Gas gerade? Ich habe keine Ahnung, ich habe euch gesagt, ich habe nur Fragen. Von wo kauft Deutschland aktuell Gas? Aus welchem Land? Ich lese hier ganz viel Indien, USA und Indien. Achil sagt Norwegen. Ich weiß nicht, von wo kauft Deutschland Gas? Woher? Was ist denn jetzt? Norwegen, Indien? Vielleicht kauft Deutschland aus mehreren Ländern Gas, kann das sein? Ey, Gas mit Öl nicht verwechseln, ne? Woher kauft Deutschland Gas? Weiß es keiner so richtig genau. Weil ich meine, wenn es im Internet stehen würde, ihr hättet ja kurz gegoogelt, dann wüsste jeder woher. Aber ich sehe so viele verschiedene Antworten, dass mir der Gedanke kommt, dass das irgendwie vielleicht doch nicht so ganz klar ist. Dann fragt euch mal, woher kaufen die Länder, von denen Deutschland das Gas abkauft, das Gas denn ab? Wahrscheinlich von Russland. Ne? Ich verstehe den Sinn aber nicht dahinter. Warum tut man so etwas? So etwas fürchterlich Dummes. Situation, die sich heute entwickelt, bereits kennt und weiß, dass Russland bis zum Ende für seine Interessen kämpfen wird. Und wenn man erkennt, dass dies eigentlich eine Rückkehr zum gesunden Menschenverstand ist, sollte man anfangen, unser Land und seine Interessen zu respektieren und nach bestimmten Lösungen zu suchen. Das scheint mir klüger und vernünftiger zu sein. Wer hat Nord Stream 2 in die Luft gejagt? Sicherlich Sie. Oh, interessante Fragen. Ich war an diesem Tag beschäftigt. Ich habe Nord Stream nicht in die Luft gejagt. Ich danke Ihnen trotzdem. Sie persönlich mögen ein Alibi haben, aber die CIA hat kein solches Alibi. Hatten Sie Beweise dafür, dass die NATO oder die CIA es getan haben? Wissen Sie, ich werde nicht ins Detail gehen, aber man sagt in solchen Fällen immer, man solle nach jemandem suchen, der interessiert ist. Aber in diesem Fall sollten wir nicht nur nach jemandem suchen, der interessiert ist, sondern auch nach jemandem, der über Fähigkeiten verfügt. Denn es mag viele... Und an den Chat, wir schauen hier gerade ein Interview, was gelöscht worden ist. Das heißt, wenn ich das Video jetzt aktualisiere, können wir es nicht mehr sehen. Ich bin, glaube ich, einer der Letzten, der das hier gerade noch anhat und deswegen, ja, geil. Interessenten geben, aber nicht alle von ihnen sind in der Lage, auf dem Grund der Ostsee zu gehen und diese Explosion auszuführen. Diese beiden Komponenten sollten miteinander verbunden werden. Wer ist interessiert und wer ist in der Lage, es zu tun? Aber ich bin verwirrt. Ich meine, das ist der größte Akt des industriellen Terrorismus aller Zeiten und es ist der größte CO2-Ausstoß der Geschichte. Okay, wenn Sie also Beweise hätten und vermutlich aufgrund Ihrer Sicherheits- oder Geheimdienste wüssten, dass die NATO, die USA, die CIA, der Westen dies getan haben, warum würden Sie sie nicht präsentieren und einen Propagandasieger ringen? Im Propagandakrieg ist es sehr schwierig, die Vereinigten Staaten zu besiegen, weil die Vereinigten Staaten alle Medien der Welt und viele europäische Medien kontrollieren. Und Hollywood kommt aus Amerika. Merkt euch das. Und sehr viele Videogames. Die beinhalten auch sehr viel Propaganda-Shit. Ne? Immer diese Kriegsspiele hier. Warzone und so. Call of Duty. Der böse Russe, der böse Iraner, der böse Afghaner. In den Filmen immer der böse Russe, der böse Moslem. Immer. Schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren. Wollt ihr mich verarschen? Das ist Feindbildkreierung. Ladies and Gentlemen, Feindbildkreierung auf höchstem Grade. Zu wild. Der eigentliche Nutznießer der größten europäischen Medien sind amerikanische Finanzinstitute. Wussten Sie das nicht?
Es ist also möglich, sich an dieser Arbeit zu beteiligen, aber es ist sozusagen unerschwinglich. Wir können einfach unsere Informationsquellen ins Rampenlicht stellen, aber wir werden keine Ergebnisse erzielen. Es ist der ganzen Welt klar, was damals passiert ist. Selbst amerikanische Analysten sprechen direkt darüber. Das ist wahr. Ja, ich, aber hier ist eine Frage, die Sie vielleicht beantworten können. Sie haben bekanntlich in Deutschland gearbeitet. Die Deutschen wissen natürlich, dass Ihr NATO-Partner das getan hat. Aber Sie. Und es hat Ihrer Wirtschaft sehr geschadet. Sie wird sich vielleicht nie wiederholen. Warum schweigen die dazu, die Deutschen? Das ist für mich sehr verwirrend. Warum sagen die Deutschen nicht etwas dazu? Das verwirrt mich auch, aber die heutige deutsche Führung lässt sich eher von den Interessen des kollektiven Westens als von ihren nationalen Interessen leiten. Anders lässt sich die Logik ihres Handelns oder Nichthandelns nur schwer erklären. Viele sagen, das Video wurde nicht gelöscht. Leute, es geht um die deutsche Übersetzung des Videos. Deswegen, darum geht's. Schließlich geht es nicht nur um Nord Stream 1, das in die Luft geflogen ist, und Nord Stream 2 wurde beschädigt, sondern ein Rohr ist sicher und gesund und Gas kann man durch das nach Europa liefern. Aber Deutschland öffnet sie nicht. Wir sind bereit. Ich bitte Sie, es gibt noch eine andere Route durch Polen, die Jamal Europe, die ebenfalls einen großen Durchfluss ermöglicht. Polen hat sie geschlossen, aber Polen pickt aus der deutschen Hand. Es erhält Geld aus den paneuropäischen Fonds und Deutschland ist der Hauptgeldgeber für diese paneuropäischen Fonds. Deutschland füttert Polen bis zu einem gewissen Grad und es schließt seine Route nach Deutschland. Und warum? Ich verstehe die Ukraine nicht, an die die Deutschen Waffen liefern und Geld geben. Deutschland ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Sponsor von Finanzhilfen für die Ukraine. Es gibt zwei Gasrouten durch die Ukraine. Sie haben einfach eine Route geschlossen, die Ukraine. Öffnen Sie. Deutschland ist einfach der verlängerte Arm von Amerika mittlerweile. Ne? Das ist nämlich das Ding. Durch Deutschland hat nämlich Amerika große Macht in Europa. Und diese Macht will Amerika natürlich nicht hergeben. Das ist Schach, Bruder. Das ist Schachspielen. Würdet ihr auch nicht. Würde ich auch nicht. Also, ne, muss man auch so sehen. Jetzt mal ganz neutral betrachtet. So, wenn du diese Machtposition hast und wenn du da ein Land hast, wo du diese Moves machen kannst, diese Heidi Cats, dann machst du halt deine Möglichkeit. Das sind halt die Möglichkeiten, die man ausschöpft. Das ist ein Spiel. Das ist ein fucking Spiel global. Sie die zweite Route und holen Sie bitte Gas aus Russland. Sie öffnen sie nicht. Warum sagen die Deutschen nicht, seht her, Jungs, wir geben euch Geld und Waffen, macht das Ventil auf, bitte lasst das Gas aus Russland für uns durch. Wir kaufen in Europa Flüssiggas zu exorbitanten Preisen, was unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Wirtschaft im Allgemeinen auf den Nullpunkt bringt. Sie wollen also, dass wir ihnen Geld geben. Lasst uns ein anständiges Leben führen, um Geld für unsere Wirtschaft zu verdienen, denn von dort kommt das Geld, das wir euch geben. Sie weigern sich, dies zu tun. Und warum? Fragen Sie sie. Das ist es, was in Ihren Köpfen vorgeht. Das sind höchst inkompetente Leute. Nun, vielleicht zerfällt die Welt in zwei Hemisphären. Eine mit billiger Energie, die andere ohne. Und ich möchte Sie fragen, ob wir jetzt eine multipolare Welt sind, was wir offensichtlich sind. Können Sie diese Blöcke der Allianzen beschreiben? Wer ist auf welcher Seite? Was denken Sie? Hören Sie, Sie haben gesagt, dass die Welt in zwei Hemisphären zerfällt. Ein menschliches Gehirn ist in zwei Hemisphären unterteilt. Mindestens eine ist für eine... Die BRICS-Staaten versus die NATO. Alter, ist doch nicht sein Ernst. Der hat sich selber diesen Titel gerade hier gemalt. Art von Aktivitäten zuständig. Die andere ist eher für Kreativität und so weiter zuständig. Aber es ist immer noch ein und derselbe Kopf. Die Welt sollte ein einziges Ganzes sein. Die Sicherheit sollte geteilt werden und nicht nur für die goldene Milliarde bestimmt sein. Das ist das einzige Szenario, in dem die Welt stabil ist, nachhaltig und berechenbar. Bis dahin ist die Spaltung des Kopfes in zwei Teile eine Krankheit, ein schwerwiegender Missstand. Es ist eine Phase schwerer Krankheit, die die Welt jetzt durchmacht. Aber ich denke, dass diese Arbeit dank des ehrlichen Journalismus mit der Arbeit der Ärzte vergleichbar ist. Das könnte irgendwie am Ende behoben werden. They do not open it. Why don't the Germans say, look guys, we give you money and weapons, open up the valve, please, let the gas from Russia pass through for us. We're buying liquefied gas at exorbitant prices in Europe, which brings the level of our competitiveness and economy in general down to zero. Do you want us to give you money? Let us have the decent existence, make money for our economy, because this is where the money we give you comes from.
They refuse to do so. Why? Ask them. That is what is like in their heads. Those are highly incompetent people. Well, maybe the world is breaking into two hemispheres, one with cheap energy, the other without. And I want to ask you that, if we're now a multipolar, who is in each side? Warum wiederholt er das immer nochmal auf Englisch? Das verstehe ich nicht. Listen, you have added into its activity. Is still security serious at true now? This world. Just give one example. The US Dollar, der die Welt in which has so, jetzt nun lassen Sie uns nur ein Beispiel nennen. Der US-Dollar, der die Welt in vielerlei Hinsicht geeint hat, vielleicht nicht zu Ihrem Vorteil, aber sicherlich zu unserem, wird er als Reservewährung, als allgemein akzeptierte Währung verschwinden? Oh, der stellt sehr interessante Fragen, ob der Dollar verschwinden wird als Weltwährung. Wenn die, also jede Weltmacht, die die Position verliert, da merkt man das immer an der Währung, die verloren geht. Das ist immer so. This could somehow be remedied. Well, let's just give one example, the US dollar, which has kind of... Nein, der Übersetzer übersetzt nicht zu schnell, sondern er lässt die Stellen wiederholen irgendwie. Das sind Stellen, die sich ja wiederholen. Die haben wir schon gehört. Nun, lassen Sie uns nur ein Beispiel nennen. Der US-Dollar, der die Welt in vielerlei Hinsicht geeint hat, vielleicht nicht zu Ihrem Vorteil, aber sicherlich zu unserem, wird er als Reservewährung, als allgemein akzeptierte Währung verschwinden? Was hat er da gesagt? Achtet mal drauf. Der die Welt in vielerlei Hinsicht geeint hat, vielleicht nicht zu Ihrem Vorteil, aber sicherlich zu unserem. Vielleicht nicht zum Vorteil der anderen, aber sicherlich zu unserem. Interessant. Wird er als Reservewährung, als allgemein akzeptierte Währung verschwinden? Wie haben die Sanktionen Ihrer Meinung nach den Platz des Dollars in der Welt verändert? Wissen Sie, den Dollar als Instrument des außenpolitischen Kampfes einzusetzen, ist einer der großen strategischen Fehler der politischen Führung der USA. Der Dollar ist der Eckpfeiler der Macht der Vereinigten Staaten. Ich denke, jeder versteht sehr gut, dass egal wie viele Dollars gedruckt werden, sie schnell über die ganze Welt verteilt werden. Die Inflation in den Vereinigten Staaten ist minimal. Sie liegt bei 3 oder 3,4%, was meiner Meinung nach für die USA völlig akzeptabel ist. Aber sie werden nicht aufhören zu drucken. Was sagt uns die Verschuldung von 33 Billionen Dollar? Es geht um die Emission. Dennoch ist sie die Hauptwaffe der Vereinigten Staaten, um ihre Macht in der Welt zu erhalten. Sobald die politische Führung beschloss, den US-Dollar als Instrument des politischen Kampfes einzusetzen, wurde dieser amerikanischen Macht ein Schlag versetzt. Ich möchte mich nicht in scharfen Worten ausdrücken, aber das ist eine Dummheit und ein schwerer Fehler. Schauen Sie sich an, was in der Welt vor sich geht. Sogar die Verbündeten der Vereinigten Staaten bauen jetzt ihre Dollarreserven ab. Angesichts dieser Tatsache sucht jeder nach Möglichkeiten, sich zu schützen. Ja, deswegen fangen die ganzen Länder an, Gold zu kaufen. Also die verlassen sich nicht auf den Dollar, ne? Die fangen jetzt an, die Dollars in Gold umzuwandeln. Habe ich mal irgendwo gelesen gehabt. Sehr wild. Aber die Tatsache, dass die Beschränkung von Transaktionen, das Einführen von Vermögenswerten bzw. Anlass zu großer Sorge ist und sendet ein Signal an die ganze Welt. Was haben wir hier? Bis 2022 wurden etwa 80% der russischen Außenhandelstransaktionen in Dollar und Euro abgeschlossen. Etwa 50% unserer Transaktionen mit Drittländern wurden in US-Dollar abgewickelt. Nun, derzeit sind es nur noch 13%. Es waren nicht wir, die die Verwendung des US-Dollars verboten haben. Wir hatten keine solche Absicht. Es war die Entscheidung der Vereinigten Staaten, unsere Transaktionen in US-Dollar zu beschränken. Ich halte das im Interesse der Vereinigten Staaten selbst und ihrer Steuerzahler für völligen Unsinn, denn es schadet der amerikanischen Wirtschaft und untergräbt die Macht der Vereinigten Staaten in der Welt. Übrigens machten unsere Transaktionen in Yuan etwa 3% aus. Heute werden 34% unserer Transaktionen in Rubel abgewickelt und ungefähr genauso viel in Yuan. Etwas mehr als 34%. Warum haben die Vereinigten Staaten das getan? Meine einzige Vermutung ist Selbstüberschätzung. Wahrscheinlich dachten sie, dies würde zu einem völligen Zusammenbruch führen, aber nichts ist zusammengebrochen. Außerdem denken andere Länder, einschließlich der Ölproduzenten, darüber nach und akzeptieren bereits Zahlungen für Öl in Yuan. Ist Ihnen bewusst oder ist überhaupt klar, was hier vor sich geht? Ist das Yuan ist doch chinesische Währung, oder nicht, Leute? Und jemand in den Vereinigten Staaten bewusst, was tun sie denn da? Sie schotten sich ab, alle Experten sagen das. Fragen Sie jeden intelligenten und denkenden Menschen in den Vereinigten Staaten, was der Dollar für die USA bedeutet. Aber ihr macht mit euren eigenen Händen das kaputt. Ich denke, wie geil er rhetorisch diesen Chris Tucker quasi dafür nimmt, um zum Westen zu reden, weil er die ganze Zeit zu ihm die
ihr sagt. Also er sagt zu ihm immer, ihr macht euch das, ihr macht euch dies. Ja, schon lustig. Ich denke, das ist eine faire Entscheidung. Die Frage ist, was kommt als nächstes? Und vielleicht tauscht man eine Kolonialmacht gegen eine andere. Viel weniger sentimentale und nachsichtige Kolonialmacht aus. Ich meine, laufen die BRIC-Staaten zum Beispiel Gefahr, vollständig von den Chinesen, von der chinesischen Wirtschaft dominiert zu werden? Das ist in gewisser Weise nicht gut für ihre Souveränität. Machen Sie sich darüber Sorgen? Also die große chinesische Invasion hat ja schon begonnen. Und die große chinesische Invasion ist nicht, wie wir es aus unseren Filmen kennen, aus Hollywood, dass sie mit Millionen von Soldaten über Europa schwärmen und keine Ahnung was machen. Nein, die große chinesische Invasion läuft folgendermaßen. Man kann es beobachten, es läuft schon eine Weile. Sie kaufen einfach alles auf. Einfach alles aufkaufen. Bing, dang, dung, dang, dung. Alles auf Wish. Alles, was du als krass empfindest, gibt's auf Wish. Die kaufen einfach alles auf. Die sind schon überall drin. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Daimler und keine Ahnung, diese ganzen Automobilindustrien aufkaufen. Ich wundere mich nicht. Die fangen an, alles aufzukaufen, Leute. Und so kommen sie langsam rein und babs. Du musst keinen Krieg führen, du musst gar nichts machen. Du musst einfach die Länder kaufen. Fertig. Nun, das ist, glaube ich, so die große chinesische Invasion. Das ist wild. Wir haben diese Boogeyman-Geschichten schon oft gehört. Das ist eine Boogeyman-Geschichte. Wir sind Nachbarn von China. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, genauso wenig, wie man sich enge Verwandte aussuchen kann. Wir haben eine 1000 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit ihnen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wir haben eine jahrhundertelange Geschichte der Koexistenz. Was glaubt ihr? Was wird die nächste Weltmacht sein? Weil man merkt ja wirklich förmlich, dass diese USA-Weltmacht langsam dem Ende nah ist, ne? Also wirklich. Ich weiß nicht, ob viele sich damit beschäftigt haben. Wisst ihr eigentlich, wer vor der USA die Weltmacht gewesen ist? Und davor sogar. Und sogar davor noch, ihr werdet euch wundern. Ihr werdet es sogar nicht glauben. Man denkt immer, je größer das Land, ne? Ist aber gar nicht so. Denn wenn du die Weltwährung dominierst, dann bist du quasi irgendwo auch erstmal Weltmacht. Könnt ihr euch vorstellen, dass Spanien die Weltmacht gewesen ist? Oder die Niederlande? Kann sich das jemand von euch vorstellen? Die Niederlande? Digga, das ist vor mir 30 Minuten hier, bin ich über die Grenze. Eine Weltmacht. Das ist nicht mal lange her. Ich rede nicht von, wo die mit Schwertern gekämpft haben. Alter fucking Holland, wo du Joints rauchen kannst an Coffeeshops. Weltmacht, hallo? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, jetzt wisst ihr, wie der Hase läuft. Ja, einfach Holland. Und das ist nicht mal lange her. War einfach die Weltmacht. Und man hat es an diesen Ländern immer gesehen, dass wir in deren Weltwährung, die leitende oder die führende Weltwährung, wenn die dann zum Ende war oder am Ende war, hat man gemerkt, okay, diese Weltmacht geht jetzt langsam kaputt. Die wird gechanged. Und da gab es oft immer beim Change, gab es immer große Konflikte, Auseinandersetzungen, Kriege und. So. Und irgendwann hat sich dann nach der englischen Weltmacht hat sich dann die USA die Position, die Pole Position geholt, ne? Mit Remy Demi. Und jetzt langsam, aber sicher, dreht sich das Blatt wieder. So? Und ich glaube nicht, weil USA ist sehr kriegswütig, ja. Ich glaube nicht, dass sie einfach so den Löffel abgeben. Deswegen sollte man davor Respekt, was das Respekt haben, Sorge haben. Und man sollte denen einfach sagen, ey, guck mal, ihr habt jetzt so lange das Ding dominiert mit eurem Dollar und so. Aber Bro, bitte, chillt doch einfach, versucht es doch einfach im nächsten Jahrhundert nochmal. Jetzt sind zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, also meine Befürchtung ist, dass die Chinesen die neue Weltmacht sind oder werden oder dabei sind, es zu werden. Ja, das ist meine Befürchtung. Die Chinesen lösen die Amerikaner ab. Und wir im Westen werden bestrahlt mit irgendwelchen Informationen, wo wir das alles nicht mitkriegen. Es gibt ein Weltchange, es gibt einen Machtwechsel, global.
Und der geht nicht von jetzt auf gleich. Es ist ja nicht wie ein Boxring. Ding, 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 Kampf ist vorbei. Man nimmt die, kriegst einen Pokal oder so. Das gibt's ja nicht. Ne? Deswegen ist das ein Prozess, der läuft jetzt erstmal. Und wir werden es sowieso in der Wirtschaft als erstes mitbekommen. Und mir macht auch nur Sorge, dass sich alle gerade so extrem aufrüsten, ne, militärisch. Das macht mir große Sorgen. Weil ich glaube, USA wird diese Position nicht einfach so aufgeben wollen. Ja, das ist das einzige Ding. Wir sind daran gewöhnt. Drittens, Chinas außenpolitische Philosophie ist nicht aggressiv. Die Idee ist, immer nach Kompromissen zu suchen. Und das können wir sehen. Und das ist der nächste Punkt. Ey, lieber Porcarus Yakuza, du lebst doch in Japan, ne? Kannst du was dazu sagen? Du bist ja sehr nah dran, sage ich jetzt mal. Japaner kriegen wahrscheinlich auch nochmal was völlig anderes zu hören. Aber wie siehst du die Dinge von dort hinten? Und der wie folgt. Man erzählt uns immer die gleiche Boogeyman-Geschichte. Und hier geht sie wieder in euphemistischer Form durch. Aber es ist immer noch das gleiche Schreckgespenst. Die Zusammenarbeit mit China nimmt immer weiter zu. Das Tempo, in dem Chinas Zusammenarbeit mit Europa weg. Weil Japan ist ja Kollege von Amerika, ne? Die haben ja Japan amerikanisiert nach Pearl Harbor. Ja, keine Ahnung, das wird sehr wild. Und jetzt kann man natürlich, wenn man zurück auf die Geschichte geht, kann man sich fragen, warum hatte Amerika ein Interesse daran, Japan zu amerikanisieren? Weil sie halt sehr nah an China sind. Vielleicht, ne, Schach gespielt und die wussten, dass es irgendwann zu diesen Momenten und zu diesen Situationen kommen wird. Ach, Risiko. Kennt ihr das Spiel Risiko? Ist höher und größer als das Wachstum der chinesisch-russischen Zusammenarbeit. Wenn Sie die Europäer fragen, haben Sie keine Angst, dass Sie es sein könnten? Ich weiß es nicht, aber Sie versuchen immer noch, sich um jeden Preis Zugang zum chinesischen Markt zu verschaffen, vor allem jetzt, wo Sie mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. Chinesische Unternehmen erkunden auch den europäischen Markt. Haben chinesische Unternehmen eine kleine Präsenz in den Vereinigten Staaten? Ja. Die politischen Entscheidungen sind so, dass sie versuchen, die Zusammenarbeit mit China zu begrenzen. Es ist zu ihrem eigenen Nachteil, Herr Tucker, dass sie die Zusammenarbeit mit China einschränken. Sie schaden sich damit selbst. Es handelt sich um eine heikle Angelegenheit, für die es keine Patentlösung gibt. Genauso wenig wie für den Dollar. Bevor man also irgendwelche illegitimen Sanktionen einführt, die im Sinne der Charta der Vereinten Nationen unrechtmäßig sind, sollte man als Entscheidungsträger sehr genau nachdenken. Das scheint ein Problem zu sein. Sie sagten vorhin, dass die Welt viel besser wäre, wenn sie nicht in konkurrierende Allianzen zersplittert wäre, wenn es eine globale Zusammenarbeit gäbe. Einer der Gründe, warum das nicht der Fall ist, ist die Tatsache, dass die derzeitige amerikanische Regierung gegen sie eingestellt ist. Glauben Sie, dass mit einer neuen Regierung nach Joe Biden die Kommunikation mit der US-Regierung wiederherzustellen ist? Oder spielt es keine Rolle, wer Präsident ist? Ich werde es Ihnen sagen, aber lassen Sie mich den vorherigen Gedanken bringen. Wir haben uns gemeinsam mit meinen Kollegen und Freunden Präsident Xi Jinping das Ziel gesetzt, in diesem Jahr ein Handelsvolumen von 200 Milliarden Dollar mit China zu erreichen. Und dieses Ziel haben wir bereits übertroffen. Nach unseren Angaben beläuft sich unser bilateraler Handel mit China bereits auf 230 Milliarden. Und die chinesische Statistik besagt, dass es 240 Milliarden Dollar sind. Eine weitere wichtige Sache. Unser Handel ist sehr ausgewogen und ergänzt sich in den Bereichen Hochtechnologie, Energie, wissenschaftliche Forschung und Entwicklung gegenseitig. Er ist sehr ausgewogen. Was die BRIC-Länder betrifft, in denen Russland dieses Jahr den Vorsitz übernommen hat, so entwickeln sich die BRIC-Länder im Großen und Ganzen sehr schnell. Wenn ich mich okay, die haben den Vorsitz der BRICS übernommen. Recht erinnere, lag der Anteil der G7-Länder an der Weltwirtschaft 1992 bei 47%, während er 2022 nur noch bei etwa 30% lag. Die BRIC-Länder haben nichts mit den Ereignissen in der Ukraine zu tun. Das liegt an den Trends der globalen Entwicklung und der Weltwirtschaft, wie ich eben schon sagte. Und das ist unvermeidlich, dass es immer wieder passieren wird. Es ist wie mit dem Sonnenstrahlen. Man kann nicht verhindern, dass die Sonne aufgeht. Man muss sich an sie anpassen. Wie können Sie sich die Vereinigten Staaten mit Hilfe von Sanktionen, Druck, Bombardierung und dem Einsatz von Streitkräften anpassen? Hier geht es um Selbstüberschätzung. Ihr politisches Establishment versteht nicht, dass sich die Welt unter objektiven Umständen verändert
und um ihr Niveau zu halten, auch wenn jemand, pardon, die Vorherrschaft anstrebt. Sie müssen kompetent und rechtzeitig die richtigen Entscheidungen treffen. Solch brutales Vorgehen auch gegenüber Russland und, sagen wir, anderen Ländern ist kontraproduktiv. Das ist eine offensichtliche Tatsache. Es ist bereits offensichtlich geworden. Sie haben mich gerade gefragt, ob ein anderer Führer kommt und etwas ändert. Es geht nicht um den Führer. Es geht auch nicht um die Persönlichkeit einer bestimmten Person. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu, sagen wir, Bush. Ich weiß, dass er in den Vereinigten Staaten als eine Art Junge vom Lande dargestellt wurde, der nicht viel versteht. Ich versichere Ihnen, dass dies nicht der Fall ist. Ich denke, er hat in Bezug auf Russland viele Fehler gemacht. Ich habe Ihnen von 2008 erzählt und von der Entscheidung in Bukarest, die Türen der NATO für die Ukraine zu öffnen und so weiter. Aber das geschah während seiner Präsidentschaft. Er hat tatsächlich Druck auf die Europäer ausgeübt, aber im Allgemeinen, auf einer persönlichen, menschlichen Ebene, hatte ich eine sehr gute Beziehung zu ihm. Er war nicht schlechter als jeder andere amerikanische, russische oder europäische Politiker. Ich versichere Ihnen, er verstand, was er tat, genauso gut wie andere. Er saved einfach Bush. Ja, ich sag doch, die Entscheidungen, die diese Präsidenten treffen, Leute, das sind nicht deren Entscheidungen, ich sag's euch. Das sind nur die Leute, die das in die Öffentlichkeit präsentieren. Die sind nur für die Präsentation da, nicht für die Entscheidung an sich. Das müssen wir erstmal verstehen, endlich. Dass wir das immer noch diskutieren müssen, ist eigentlich schon traurig. Das sind Präsentanten, Präsidenten, sie präsentieren nur. Es geht nur um die Präsenz, aber diese wirklichen Entscheidungen, das trifft ja nicht der Präsentant oder der das präsentiert. Das ist wie der Pressesprecher, dankeschön. Das ist einfach wie der Pressesprecher. Er hat keine Ahnung von nix, kriegt einen Text, ey, das musst du jetzt sagen, alles klar. Das sind einfach ein Pressesprecher, die Präsidenten, mehr nicht. Sie sind ja nicht diejenigen, die wirklich selber entscheiden, da mitsitzen und überlegen. Die kriegen einfach ihre Akte, dies, das wird gemacht. Du musst das einfach jetzt nur noch den Leuten irgendwie verkaufen. Habe ich das Gefühl auf jeden Fall, dass es so ist. Also mir kommt es so vor. Bei Putin kann ich mir vorstellen irgendwie, weil er sich selber extrem damit auskennt, dass er da vielleicht irgendwo mitmischt. Aber er hat auch safe keine eigene Entscheidung, Alter. Das macht er nicht alleine. Aber in Europa und so, unsere Politiker, Alter, das ist doch, ich bitte euch, Alter. Das ist der größte Bluff, größter Abschaum, größte Blamage, Alter. Die können nicht mal einen Satz richtig reden, Alter. Die repräsentieren uns, die denken, wir sind richtige, unintelligente Opfer, Alter. Also es gibt auf jeden Fall kein gutes Bild von uns nach außen, sage ich euch. Stell dir vor, du hast eine Riesenfirma und die Presse möchte jetzt mit dir reden. Die wollen jetzt von deiner Firma wissen, was jetzt passiert. Da ist irgendwas passiert, die wollen jetzt wissen, was passiert ist in der Firma. So, und deine Firma schickt den Pressesprecher vor und der redet wie ein Trottel. Der kann nicht richtig grammatische Sätze bilden, der verspricht sich die ganze Zeit, muss ablesen. Alter, was denkt denn die Welt von deiner Firma? Total unseriös. Weil du repräsentierst ja die Firma in dem Moment. Und wenn du da irgendeinen Typen oder eine Frau hinstellst, die nicht reden kann, dann hast du die Arschkarte. Und das fällt alles auf deine Firma zurück. Und genau das ist nämlich das Problem bei uns. Wir haben Leute da draußen, die für uns einstehen angeblich oder die uns repräsentieren. Ich schäme mich. Ich schäme mich zutiefst, dass solche Leute uns repräsentieren müssen, Alter. Für ein Volk, was hart arbeiten geht, wirklich malocht, Gas gibt bei Wind und Wetter, auf alles scheißt und versucht sich übers Wasser zu halten und dann werden wir von solchen Idioten repräsentiert, das geht gar nicht, das ist ein Schlag ins Gesicht, Alter. Das ist Real Talk, ich meine das echt, also so geht's mir auf jeden Fall. Ich möchte nicht von diesen Hampelleuten repräsentiert werden, will ich nicht. Das tut mir weh. Und die kriegen noch Geld dafür, sehr viel sogar. Es ist nicht normal, Alter. Eine solche Persönlichkeit, eine solche persönliche Beziehung kann ich auch zu Trump. Es geht nicht um die Persönlichkeit des Führers. Es geht um die Denkweise der Eliten, um das Geschäft des Führers. Wenn die Idee der Herrschaft um jeden Preis, die auch auf gewaltsame Aktion beruht, die amerikanische Gesellschaft beherrscht, wird sich nichts ändern.
Es wird nur noch schlimmer werden. Aber wenn am Ende zu der Erkenntnis kommt, dass sich die Welt aufgrund der objektiven Umstände verändert hat und dass man sich mit den Vorteilen, die die USA heute noch haben, rechtzeitig darauf einstellen sollte, dann ändert sich vielleicht auch etwas. Sehen Sie, Chinas Wirtschaft ist die erste Wirtschaft der Welt geworden, die die Kaufkraftparität in Bezug auf das Volumen überschritten hat. Das haben die USA schon lange hinter sich gelassen. An zweiter Stelle stehen die USA, dann die 1,5 Milliarden Menschen, dann Japan und an fünfter Stelle Russland. Russland war im vergangenen Jahr trotz aller Sanktionen und Beschränkungen die erste Wirtschaftsmacht in Europa. Ist es aus Ihrer Sicht normal, dass Sanktionen, Beschränkungen und die Möglichkeit, Zahlungen in Dollar zu leisten, von den SWIFT-Diensten abgeschnitten werden? Sanktionen gegen Ihre Schiffe, die Öl transportieren, Sanktionen gegen Flugzeuge, Sanktionen in allen Bereichen, überall? Die meisten Sanktionen der Welt, die angewandt werden, richten sich gegen Russland. Und wir sind in dieser Zeit zur ersten Wirtschaftsmacht in Europa geworden. Die Instrumente, die die USA einsetzen, funktionieren nicht. Nun, man muss darüber nachdenken, was zu tun ist. Wenn diese Erkenntnis bei den herrschenden Eliten ankommt, dann ja, dann wird die erste Person des Staates in Erwartung dessen handeln, was die Fehler und die Menschen, die auf verschiedenen Ebenen Entscheidungen treffen, von dieser Person erwarten. Dann wird sich vielleicht etwas ändern. Ich lasse euch laufen, ich muss kurz pinkeln. Banner. Such brutal actions, including with regard to Russia and, say, other countries, are counterproductive. This is an obvious fact. It has already become evident. You just asked me if another leader comes and changes something. It is not about the leader. It is not about the personality of a particular person. I had a very good relationship with, say, Bush. I know that in the United States he was portrayed as some kind of a country boy who does not understand much. I assure you that this is not the case. I think he made a lot of mistakes with regard to Russia too. I told you about 2008 and the decision in Bucharest to open the NATO's doors to for Ukraine and so on. That happened during his presidency. He actually exercised pressure on the Europeans. But in general, on a personal human level, I had a very good relationship with him. He was no worse than any other American or Russian or European politician. I assure you, he understood what he was doing as well as others. I had such personal relationship with Trump as well. It is not about the personality of the leader, it is about the elite's mindset. If the idea of domination at any cost, based also on forceful actions, dominates the American society, nothing will change. It will only get worse. But if, in the end, one comes to the awareness that the world has been changing due to the objective circumstances, and that one should be able to adapt to them in time, using the advantages that the US still has today, then perhaps something may change. Look, China's economy has become the first economy in the world in purchasing power parity. In terms of volume, it overtook the US a long time ago. The USA comes second, then India, 1.5 billion people, and then Japan, with Russia in the fifth place. Russia was the first economy in Europe last year, despite all the sanctions and restrictions. Is it normal from your point of view? Sanctions, restrictions, impossibility of payments in dollars, being cut off from SWIFT services, sanctions against our ships carrying oil, sanctions against airplanes, sanctions in everything, everywhere. The largest number of sanctions in the world which are applied against Russia. And we have become Europe's first economy during this time. The tools that US uses don't work. Well, one has to think about what to do. If this realization comes to the ruling elites, then yes, then the first person of the state will act in anticipation of what the voters and the people who make decisions at various levels expect from this person. Then maybe something will change.
Aber Sie beschreiben zwei verschiedene Systeme. Sie sagen, dass der Führer im Interesse der Wähler handelt, aber Sie sagen auch, dass die Entscheidungen nicht vom Führer, sondern von den herrschenden Klassen getroffen werden. Sie haben dieses Land so lange geführt. Sie haben alle amerikanischen Präsidenten gekannt. Was sind Ihrer Meinung nach die Machtzentren in den Vereinigten Staaten? Wer trifft eigentlich die Entscheidungen? I don't know. Ich weiß es nicht. Amerika ist ein komplexes Land. Auf der einen Seite konservativ, auf der anderen Seite schnell im Wandel. Es ist nicht einfach für uns, das alles zu sortieren. Wer trifft die Entscheidung bei den Wahlen? Ist es möglich, das zu verstehen, wenn jeder Staat seine eigene Gesetzgebung hat? Jeder Staat regelt sich selbst. Jemand kann es von den Wahlen auf Landesebenen ausgeschlossen werden. Es handelt sich um ein zweistufiges Wahlsystem. Es ist für uns sehr schwierig, das zu verstehen. Zweitens gibt es zwei Parteien, die die Wahlen dominieren, die Republikaner und die Demokraten. Und innerhalb dieses Parteiensystems gibt es Zentren, die Entscheidungen treffen, die Entscheidungen vorbereiten. Dann schauen Sie, warum meiner Meinung nach nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine so falsche, plumpe, völlig ungerechtfertigte Politik des Drucks gegen Russland betrieben wurde. Das ist doch eine Politik des Drucks. NATO-Erweiterung, Unterstützung der Separatisten im Kaukasus, Aufbau eines Raketenabwehrsystems. All das sind Elemente von Druck. Druck, Druck, Druck. Dann geht es bei der Aufnahme der Ukraine in die NATO auch nur um Druck, Druck, Druck. Und warum? Ich denke unter anderem, weil übermäßige Produktionskapazitäten geschaffen wurden. Während der Konfrontation mit der Sowjetunion. Es wurden viele Zentren und Spezialisten für die Sowjetunion geschaffen, die nichts anderes tun konnten. Sie haben die politische Führung davon überzeugt, dass es notwendig ist, Russland weiter zu zertrümmern und zu versuchen, es zu zerschlagen. Auf diesem Territorium mehrere quasi staatliche Einheiten zu schaffen und sie in geteilter Form zu unterwerfen, um ihr kombiniertes Potenzial für den künftigen Kampf mit China zu nutzen. Das ist ein Fehler, einschließlich des übermäßigen Potenzials derjenigen, die für die Konfrontation mit der Sowjetunion gearbeitet haben. Es ist notwendig, sich davon zu befreien. Es sollte neue, frische Kräfte geben. Menschen, die in die Zukunft blicken und verstehen, was in der Welt geschieht. Sehen Sie sich an, wie sich in Indonesien die Sache entwickelt. 600 Millionen Menschen. Wo können wir da weiterkommen? Nirgendwo. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass Indonesien beitreten wird. Es ist bereits im Club der führenden Volkswirtschaften der Welt. Unabhängig davon, wer es mag oder nicht mag. Ja, wir verstehen und sind uns bewusst, dass in den Vereinigten Staaten trotz aller wirtschaftlichen Probleme die Situation immer noch normal ist und die Wirtschaft anständig wächst. Das Bruttoinlandsprodukt wächst um 2,5%, wenn ich mich hier nicht irre. Aber wenn wir die Zukunft sichern wollen, müssen wir unsere Einstellung zu dem, was sich ändert, ändern. Wie ich bereits sagte, würde sich die Welt dennoch verändern, unabhängig davon, wie die Entwicklung in der Ukraine ausgehen. Die Welt verändert sich und die Vereinigten Staaten selbst. Experten schreiben, dass die Vereinigten Staaten dennoch allmählich ihre Position in der Welt verändern. Es sind ihre Experten, die das schreiben. Ich habe sie gerade gelesen. Die Frage ist nur, wie das geschehen soll. Schmerzhaft und schnell oder sanft? Allmählich. Und das schreiben Leute, die nicht antiamerikanisch sind. Sie verfolgen einfach die globalen Entwicklungstrends. Und das ist alles. Und um sie zu bewerten und die Politik zu ändern, brauchen wir Menschen, die denken, nach vorne schauen, analysieren und bestimmte Entscheidungen auf der Ebene der politischen Führer empfehlen können. Ich muss Ihnen einfach fragen. Sie haben klar gesagt, dass die NATO-Osterweiterung eine Verletzung des Versprechens ist, das Ihnen allen 1990 gegeben wurde. Sie sind eine Bedrohung für Ihr Land. Kurz bevor Sie Truppen in die Ukraine schicken, ging der Vizepräsident der Vereinigten Staaten zur Münchner Sicherheitskonferenz und ermutigte den Präsidenten der Ukraine, der NATO beizutreten. Glauben Sie, dass dies ein Versuch war, zu einer militärischen Aktion zu provozieren? Ich wiederhole noch einmal. Wir haben wiederholt vorgeschlagen, eine Lösung für die Probleme, die nach dem Staatsstreich von 2014 in der Ukraine entstanden sind, mit friedlichen Mitteln zu suchen. Aber niemand hört auf uns. Und außerdem erklärten die ukrainischen Führer, die vollständig unter der Kontrolle der USA standen, plötzlich, dass sie die Minsker Vereinbarung nicht einhalten würden. Ihnen missfiel alles dort und sie setzten ihre militärischen Aktionen in diesem Gebiet fort. Parallel dazu wurde dieses Gebiet von den militärischen Strukturen der NATO unter dem Deckmantel verschiedener Personalausbildungs- und Umschulungszentren genutzt. Sie begannen im Wesentlichen dort Stützpunkte zu errichten. Das ist alles. Die Ukraine verkündete, dass die Russen eine Nicht-Titularnationalität seien und verabschiedeten gleichzeitig Gesetze, die die Rechte von Nicht-Titularnationalitäten in der Ukraine einschränkten. Nachdem die Ukraine alle südöstlichen Gebiete als Geschenk des russischen Volkes erhalten hatte, verkündete sie plötzlich,
dass die Russen in diesem Gebiet eine nicht tituläre Nationalität erhalten. Ist das normal? All dies zusammengenommen führte zu der Entscheidung, den Krieg zu beenden. Dieser Neonazi-Krieg begann in der Ukraine im Jahr 2014. Glauben Sie, dass Selenskyj die Freiheit hat, eine Lösung für diesen Konflikt auszuhandeln? Ich kenne die Details nicht. Es ist natürlich schwierig für mich, das zu beurteilen, aber ich glaube, er hat es. Auf jeden Fall hatte er sie früher. Sein Vater kämpfte während des Zweiten Weltkrieges gegen die faschistischen Nazis. Ich habe einmal mit ihm darüber gesprochen. Ich sagte, Volodymyr, was machst du da? Warum unterstützt du heute die Neonazis in der Ukraine, während dein Vater gegen den Faschismus gekämpft hat? Er war ein Frontsoldat. Ich werde Ihnen nicht sagen, was er geantwortet hat. Das ist ein anderes Thema. Und ich denke, es ist nicht richtig, wenn ich das tue. Aber was die Wahlfreiheit betrifft, warum nicht? Er kam mit der Erwartung des ukrainischen Volkes an die Macht, dass er die Ukraine zum Frieden führen würde. Darüber hat er gesprochen. Dank dessen hat er die Wahlen mit überwältigender Mehrheit gewonnen. Aber als er dann an die Macht kam, hat er meiner Meinung nach zwei Dinge erkannt. Erstens, es ist besser, sich nicht mit Neonazis und Nationalisten anzulegen, denn sie sind aggressiv und sehr aktiv. Von ihnen kann man alles erwarten. Und zweitens unterstützt er den von den USA angeführten... Scheiße Chat, Alter. Mir ist auf einmal so kalt geworden. Ihr wisst, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe noch dieses warm-kalt, diese Schüttelfrost so ab und zu. Bei mir ist Russland geworden hier. Westen. Und er wird immer diejenigen unterstützen, die sich mit Russland anlegen. Das ist vorteilhaft und sicher. Er hat also die entsprechenden Positionen eingenommen, obwohl er seinem Volk versprochen hatte, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er hat seine Wähler getäuscht. Aber glauben Sie, dass er zu diesem Zeitpunkt ab Februar 2024 den Spielraum, die Freiheit hat, mit Ihnen oder Ihrer Regierung direkt über die Beendigung dieses Krieges zu sprechen, der sein Land oder der Welt eindeutig nicht hilft? Kann er das tun? Was meinen Sie? Warum nicht? Er betrachtet sich selbst als Staatsoberhaupt. Er hat die Wahlen gewonnen, obwohl wir in Russland glauben, dass der Staatsstreich die Hauptquelle der Macht für alles ist, was nach 2014 passiert ist. Und in diesem Sinne ist die Regierung auch heute noch fehlerhaft. Aber er betrachtet sich als Präsident und wird von den Vereinigten Staaten ganz Europa und praktisch der ganzen Welt in dieser Eigenschaft anerkannt. Und warum nicht? Er kann es. Wir haben in Istanbul mit der Ukraine verhandelt. Wir haben uns geeinigt. Er war sich dessen bewusst. Außerdem ist er Leiter der Verhandlungsgruppe, Herr Akrahamia. Ich glaube, sein Nachname immer noch ein Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei, der Partei des Präsidenten in der Rada. Er ist immer noch Vorsitzender der Präsidentenfraktion in der Rada, dem Parlament des Landes. Er sitzt immer noch dort. Er hat sogar seine vorläufige Unterschrift unter das Dokument gesetzt. Das sage ich Ihnen. Aber dann erklärt er öffentlich vor der ganzen Welt, dass wir bereit waren, dieses Dokument zu unterzeichnen. Aber Herr Johnson, der damalige Premierminister, kam und riet uns davon ab und sagte, es sei besser, Russland zu bekämpfen. Sie würden uns alles geben, was wir bräuchten, um das zurückzugeben, was wir bei der Auseinandersetzung mit Russland verloren hätten. Und wir waren mit diesem Vorschlag einverstanden. Sehen Sie, seine Erklärung ist veröffentlicht worden. Er hat es öffentlich gesagt. Können Sie zu diesem Vorschlag zurückkehren oder nicht? Die Frage ist, ob Sie es wollen oder nicht. Außerdem hat der Präsident der Ukraine ein Dekret erlassen, das Verhandlungen mit uns verbietet. Er soll dieses Dekret aufheben. Und das war's. Wir haben dieses Dekret, was Verhandlungen verbietet, ist ja sehr diplomatisch. Also da ist ja jemand sehr daran interessiert, Frieden herbeizuführen. In der Tat nie Verhandlungen abgelehnt. Wir hören die ganze Zeit, ist Russland bereit? Ja, wir haben nicht abgelehnt. Sie waren es, die öffentlich abgelehnt haben. Nun soll er sein Dekret zurücknehmen und in Verhandlungen eintreten. Wir haben uns nie geweigert. Und die Tatsache, dass Sie der Forderung oder Überzeugung von Herrn Johnson, dem ehemaligen Premierminister Großbritanniens, gehorchen, erscheint lächerlich. Und ich finde es sehr traurig. Denn wie Herr Arakamia sagte, hätten wir diese Feindseligkeiten schon vor anderthalb Jahren mit einem Krieg beenden können. Aber die Briten haben uns überredet und wir haben das abgelehnt. Wo ist Mr. Johnson jetzt? Und der Krieg geht weiter. Das ist eine gute Frage. Was glauben Sie, wo er ist und warum er das getan hat? Wer weiß das schon? Ich verstehe es selbst nicht. Es gab eine allgemeine Ausgangssituation. Aus irgendeinem Grund hatten alle die Illusion, dass Russland auf dem Schlachtfeld besiegt werden könnte. Wegen der Arroganz, wegen des reinen Herzens, aber nicht wegen eines großen Verstandes. Sie haben die Verbindung zwischen Russland und der Ukraine beschrieben. Sie haben Russland selbst ein paar Mal als orthodox beschrieben. Das ist zentral für Ihr Verständnis von Russland. Sie haben gesagt, Sie seien orthodox. Was bedeutet das für Sie nach Ihrer eigenen Beschreibung? Sind Sie ein christlicher Führer? Welche Auswirkungen hat das auf Sie?
Wissen Sie, wie ich bereits erwähnt habe, wurde Fürst Wladimir 988 nach dem Vorbild seiner Großmutter, Prinzessin Olga, selbst getauft. Dann taufte er seine Truppe und dann taufte er nach und nach im Laufe mehrerer Jahre die gesamte Rus. Es war ein langwieriger Prozess von den Heiden zu den Christen. Es hat viele Jahre gedauert, aber am Ende hat sich diese Orthodoxie, das östliche Christentum, tief im Bewusstsein des russischen Volkes verwurzelt. Als Russland sich ausdehnte und dann andere Nationen aufnahm, die sich zum Islam, zum Buddhismus, zum Judentum bekannten, war Russland immer so loyal gegenüber den Menschen, die sich zu anderen Religionen bekannten. Das ist unsere Stärke, das ist völlig klar. Und Tatsache ist, dass die wichtigsten Postulate, die wichtigsten Werte sehr ähnlich sind, um nicht zu sagen, sie sind in allen Weltreligionen, die ich gerade genannt habe und die traditionelle Rolle. Das ist dieser Johnson, oder was? Rolle der Russischen Föderation sind gleich. Übrigens waren die russischen Behörden immer sehr vorsichtig in Bezug auf die Kultur und die Religion der Menschen. Das siehst du einem einfach an, wenn du da ein bisschen Erfahrung hast, dann siehst du das einem einfach an. Ist einfach so. Du kannst halt diese Körpersprache oder diese Haltung oder den Blick, den man dadurch hat, wenn man anfängt zu snuffen und so, das kannst du nicht verstecken einfach. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kannst du einfach nicht verbergen. Menschen, die in das Russische Reich kommen. Dies ist meiner Meinung nach die Grundlage für die Sicherheit und die Stabilität der russischen Staatlichkeit. Alle Völker, die Russland bewohnen, betrachten es im Grunde als ihre Mutterschaft. Wenn, sagen wir, Menschen aus Lateinamerika und noch deutlicher und verständlicher Menschen aus europäischen Ländern zu ihnen oder nach Europa kommen, so sind sie doch in ihrer historischen Heimat zu ihnen oder in europäischen Ländern gekommen. Und Menschen, die sich in Russland zu verschiedenen Religionen bekennen, betrachten Russland als ihr Mutterland. Sie haben kein anderes Mutterland. Wir sind zusammen. Das ist eine große Familie und unsere traditionellen Werte sind sehr ähnlich. Ich habe gerade von einer großen Familie gesprochen, aber jeder hat seine eigene Familie und das ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Und wenn wir sagen, dass das Mutterland und die Familie in besonderer Weise miteinander verbunden sind, dann ist das in der Tat so. Denn es ist unmöglich, unseren Kindern und unseren Familien eine normale Zukunft zu sichern, wenn wir nicht eine normale, nachhaltige Zukunft für das ganze Land, für das Mutterland sichern. Aus diesem Grund ist das patriotische Gefühl in Russland so stark. What effect does that have on you? You know, as I already mentioned, in 988 grandmother and grandmothers, spul das mal vor, Buddhism proliferates and they and a big basis of family. Jahrhunderte, bis das Römische Reich zerfiel. Der Unterschied zu dem, was jetzt geschieht, besteht darin, dass alle Veränderungsprozesse in einem viel schnelleren Tempo ablaufen als zu Zeiten der Römer. Wann beginnt also Ihrer Meinung nach das KI-Imperium? Sie stellen immer kompliziertere Fragen. Das KI-Imperium. Ist man ein Experte für das KI-Imperium ist das Kianosch Imperium. Ich sitze hier. Stellt euch vor. Wer weiß, das Leben ist verrückt, Leute. Das sind auch normale Menschen gewesen. Man weiß doch nicht. Einfach KI-Imperium. Große Zahlen, große Daten. Die Menschheit ist derzeit vielen Bedrohungen ausgesetzt, weil es den Genforschern jetzt möglich ist, diesen Übermenschen zu schaffen, ein spezialisiertes menschliches Wesen, einen gentechnisch veränderten Sportler, Wissenschaftler, Militärmann. Es gibt Berichte, dass Elon Musk in den USA den Chip bereits in das menschliche Gehirn implantieren ließ. Was halten Sie davon? Ich denke, dass man Elon Musk nicht aufhalten kann. Er wird tun, was er für richtig hält. Trotzdem müssen Sie eine gemeinsame Basis mit ihm finden. Suchen Sie nach Möglichkeiten, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist ein kluger Mensch. Das glaube ich wirklich. Sie müssen also eine Einigung mit ihm erzielen, denn dieser Prozess muss formalisiert und bestimmten Regeln unterworfen werden. Die Menschheit muss sich überlegen, was aufgrund der neuen Entwicklungen in der Genetik oder in der KI passiert. Oh, er schleift erstmal bei Elon Musk. Er holt den auch auf seine Seite, wenn er nicht schon auf seiner Seite ist. Leute, was geht hier ab? Das ist wie die Avengers. Wird. Man kann eine ungefähre Vorhersage darüber machen, was passieren wird. Einst spürt die Menschheit eine existenzielle Bedrohung durch Atomwaffen. Alle Nuklearnationen begannen sich miteinander zu arrangieren, da sie erkannten, dass der fahrlässige Einsatz... Ey, ob das, was er hier sagt, jetzt völlig richtig ist oder nicht, ist erstmal egal. Er verkauft sich auf jeden Fall besser als alle Politiker und Abgeordneten der gesamten Ampelregierung und auch als, also Joe Biden müssen wir gar nicht sagen, ich glaube jeder von uns im Chat wird sich besser verkaufen als Joe Biden. Er verkauft sich einfach besser. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, sei mal so dahingestellt. Ich will auch gar nicht beurteilen, weil ich mich damit nicht auskenne. Ich habe nur Fragen und ja, Mutmaßungen, aber er verkauft sich einfach besser. Für mich persönlich, er gehört auch dazu, sage ich euch, wie es ist. Für mich, der gehört auch dazu.
Aber er verkauft sich für die Kamera einfach viel, viel besser als diese ganzen komischen Leute da, Alter. Von Atomwaffen die Menschheit in den Untergang treiben. Es ist unmöglich, die Forschung im Bereich der Genetik oder der künstlichen Intelligenz heute zu stoppen. So wie es damals unmöglich war, den Einsatz von Schießpulver zu verhindern. Aber sobald wir erkennen, dass die Bedrohung von einer ungezügelten und unkontrollierten Entwicklung oder der KI oder Genetik oder irgendeines anderen Bereiches ausgeht, wird es an der Zeit sein, ein internationales Abkommen über die Regulierung dieser Dinge zu schließen. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ich muss Ihnen nur noch eine letzte Frage stellen. Und zwar eine Frage? Oh, boah, die Frage geht aber hier 20 Minuten dann, ne? Es ist um jemanden, der in den Vereinigten Staaten sehr berühmt ist. Wahrscheinlich nicht hier. Evan Gershkovitz, der Reporter des Wall Street Journal. Er ist 32 Jahre alt und er ist seit fast einem Jahr im Gefängnis. Das ist eine große Geschichte in den Vereinigten Staaten. Und ich möchte Sie direkt fragen, ohne auf die Details oder Ihre Version der Geschichte einzugehen, ob Sie als Zeichen Ihres Anstands bereit wären, ihn freizulassen, damit wir ihn in die Vereinigten Staaten zurückbringen können. Wir haben so viele Gesten des guten Willens aus Anstand gemacht, dass ich glaube, dass uns die Gesten ausgegangen sind. Wir haben noch nie erlebt, dass sich jemand in ähnlicher Weise bei uns revanchiert hat. Theoretisch könnten wir doch sagen, dass wir nicht ausschließen, dass wir das tun könnten, wenn unsere Partner entsprechende Schritte unternehmen. Wenn Azad Khan sagt, es gibt keine konzentrierte Machtelite. Ja, Bruder, ich wusste nicht, dass du vom Fach bist, also dass du da in diesen Kreisen schwirrst. Ist mir auf jeden Fall eine Ehre, dass du bei uns im Chat bist auf Twitch, Bro. Kuss geht raus. Vielleicht kannst du uns mal irgendwann in einem Talk erzählen, was es gibt, was es nicht gibt. Ich bin sehr interessiert. Ich stelle immer nur Fragen, Bruder. Ahnung habe ich keine. Wenn ich von den Partnern spreche, dann meine ich in erster Linie die Spezialdienste. Die Sonderdienste stehen miteinander in Kontakt. Sie sprechen über die betreffenden Angelegenheiten. Es gibt kein Tabu, diese Frage zu klären. Wir sind bereit, das Problem zu lösen, aber es gibt bestimmte Bedingungen, die über die Kanäle der Sonderdienste diskutiert werden. Ich glaube, dass eine Einigung erzielt werden kann. Also typisch, ich meine, so etwas passiert offensichtlich seit Jahrhunderten. Ein Land fängt einen anderen Spion innerhalb seiner Grenzen. Es tauscht ihn gegen einen eigenen Geheimdienstler in einem anderen Land aus. Ich denke, was den Unterschied ausmacht, und das geht mir nichts an, aber was den Unterschied ausmacht, ist, dass der Typ offensichtlich kein Spion ist. Er ist ein Kind und vielleicht hat er in irgendeiner Weise gegen das Gesetz verstoßen, aber er ist kein Superspion und das weiß jeder und er wird im Austausch als Geisel gehalten, was bei allem Respekt wahr ist. Es ist wahr und jeder weiß, dass es wahr ist. Also ist er vielleicht in einer anderen Kategorie. Vielleicht ist es nicht fair, jemand anderen als Gegenleistung für seine Freilassung zu verlangen. Vielleicht erniedrigt es Russland, das zu tun. Wissen Sie, man kann unterschiedlich interpretieren, was ein Spion ist, aber es gibt bestimmte Dinge, die das Gesetz vorsieht. Wenn eine Person geheime Informationen erhält und dies in konspirativer Weise tut, dann wird dies als Spionage eingestuft und genau das hat er getan. Er hatte geheime, vertrauliche Informationen erhalten und er hat sie heimlich erhalten und weitergeleitet. Vielleicht hat er aus Unachtsamkeit oder aus eigener Initiative es getan, in Anbetracht der schieren Tatsache, dass dies als Spionage zu qualifizieren ist. Die Tatsache, dass er auf frischer Tat ertappt wurde, als er diese Informationen erhielt, ist bewiesen. Wäre es eine weit hergeholte Ausrede gewesen, eine Erfindung, etwas, das nicht bewiesen ist, wäre es eine andere Geschichte gewesen. Aber er wurde auf frischer Tat ertappt, als er heimlich vertrauliche Informationen erhielt. Aber was wollen Sie damit andeuten, dass es für die US-Regierung oder die NATO, dass er für die US-Regierung oder die NATO gearbeitet hätten soll oder dass er nur ein Reporter war, dem Material gegeben wurde, das er nicht haben sollte? Das scheinen sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Dinge zu sein. We have done so many gestures of goodwill out of decency that I think we have run out of them. We can accept services where willing by a spyman can be reached. One country catches another spy within its borders, it trades it for one of its own intel guys. It is the guy's spy. Who knows to ask? You know, you can give a different insert. Das ist die gleiche Stelle nur auf Englisch einmal. Die hat er gerade übersetzt gehabt, aber da kommt ja noch was. Out of careless, this is not wird und er hat für dich.
Ich weiß nicht, für wen er gearbeitet hat. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass die geheime Beschaffung von Verschlusssachen als Spionage bezeichnet wird. Und er hat für die US-Spezialdienste und einige andere Agenturen gearbeitet. Ich glaube nicht, dass er für Monaco gearbeitet hat, denn Mark Nacko ist kaum daran interessiert, diese Informationen zu erhalten. Es ist Sache der Sonderdienste, eine Vereinbarung zu treffen. Einige Vorarbeiten wurden bereits geleistet. Es gibt Leute, die unserer Meinung nach nichts mit den Sonderdiensten zu tun haben. Ich möchte Ihnen eine Geschichte über eine Person erzählen, die eine Strafe in einem verbündeten Land der USA verbüßt. Wissen Sie, was er während der Ereignisse im Kaukasus getan hat? Ich möchte das nicht sagen, aber ich werde es trotzdem tun. Er hat unsere gefangenen Soldaten auf die Straße gelegt und ist dann mit seinem Auto über ihre Köpfe gefahren. Was ist das für ein Mensch? Kann man ihn überhaupt als Mensch bezeichnen? What? Warte mal, wer? Was? Es gibt Leute, die unserer Meinung nach nichts mit den Sonderdiensten zu tun haben. Ich möchte Ihnen eine Geschichte über eine Person erzählen, die eine Strafe in einem verbündeten Land der USA verbüßt. Wissen Sie, was er während der Ereignisse im Kaukasus getan hat? Ich möchte das nicht sagen, aber ich werde es trotzdem tun. Er hat unsere gefangenen Soldaten auf die Straße gelegt und ist dann mit seinem Auto über ihre Köpfe gefahren. Alter. Was ist das für ein Mensch? Kann man ihn überhaupt als Mensch bezeichnen? Aber es gab... Eine der Verbündeten... Okay. Gibt es davon irgendwelche Videos, Aufnahmen? Ist das verifiziert? Also hat schon mal jemand was davon gehört? Einen Patrioten, der ihn in einer europäischen Hauptstadt beseitigte. Ob er das aus eigenem Antrieb getan hat oder nicht, das ist eine andere Frage. Woher wisst ihr das, Chat? Woher kennt ihr diese Story? War in den Nachrichten ein Georgier. Okay. Ich meine, das ist eine ganz andere Frage. Er ist ein 32 Jahre alter Zeitungsreporter. Er hat etwas anderes begangen. Er ist nicht nur ein Journalist, ich wiederhole es. Er ist ein Journalist, der sich heimlich vertrauliche Informationen beschafft. Ja, das ist etwas anderes, aber ich spreche auch von anderen Personen, die im Wesentlichen von den US-Behörden kontrolliert werden, egal wo sie ihre Strafe verbüßen. Es gibt einen ständigen Dialog zwischen den Spezialdiensten. Dies muss in einer ruhigen, verantwortungsvollen und professionellen Weise gelöst werden. Sie bleiben in Kontakt, also lassen Sie ihre Arbeit machen. Ich schließe nicht aus, dass Personen, auf die Sie sich beziehen, Herr Gershkovitz, in sein Heimatland zurückkehren wird. Aber letzten Endes macht es keinen Sinn, in Russland in einem Gefängnis zu behalten. Wir möchten, dass die US-Spezialdienste darüber nachdenken, wie sie dazu beitragen können, die Ziele unserer Spezialdienste zu erreichen. Wir sind zu Gesprächen bereit. Die Gespräche sind im Übrigen im Gange. Und es gab schon viele erfolgreiche Beispiele für solche Gespräche, die von Erfolg gekrönt waren. Wahrscheinlich wird auch dieses von Erfolg gekrönt sein, aber wir müssen zu einer Einigung kommen. Wahnsinn. Ich hoffe, Sie lassen ihn raus. Herr Präsident, ich danke Ihnen. Ich möchte auch, dass er endlich in sein Heimatland zurückkehrt. Ich bin absolut aufrichtig, aber lassen Sie mich noch einmal sagen. Wer meinte? Der Dialog geht weiter. Je mehr wir solche Dinge öffentlich machen, desto schwieriger wird es, sie zu lösen. Alles muss auf ruhige Art und Weise geschehen. Meinte er, will Julian Assange und so erwähnen? Weil der hat ja in Russland, glaube ich, Asyl gesucht, ne? War das Julian Assange oder war das Snowden? Ich frage mich, ob das auch auf den Krieg zutrifft. Ich schätze, ich möchte noch eine weitere Frage stellen. Die lautet, und vielleicht wollen Sie das aus strategischen Gründen nicht sagen, aber Sie sind besorgt, dass das, was in der Ukraine passiert, zu viel etwas Größerem und viel Schrecklicherem führen könnte. Und wie motiviert sind Sie, die US-Regierung anzurufen und zu sagen, lasst uns zu einer Einigung kommen? Ich habe bereits gesagt, dass wir uns nicht weigern werden zu reden. Wir sind bereit zu verhandeln. Es ist die westliche Seite und die Ukraine ist offensichtlich ein Satellitenstaat der USA. Das ist offensichtlich. Ich möchte nicht, dass Sie es so auffassen, als ob ich nach einem starken Wort oder einer Beleidigung suche. Aber wir beide verstehen, was hier geschieht. Die finanzielle Unterstützung, 72 Milliarden US-Dollar, wurden bereitgestellt. Deutschland steht an zweiter Stelle. Dann kommen andere europäische Länder. Dutzende von Milliarden US-Dollar fließen in die Ukraine. Es gibt einen riesigen Zustrom von Waffen. In diesem Fall sollte sich die derzeitige ukrainische Führung sagen, sie solle aufhören und an den Verhandlungstisch kommen und dieses absurde Dekret zurücknehmen. Wir haben uns nicht geweigert. Sicher, aber Sie haben es bereits gesagt. Ich dachte nicht, dass Sie es als Beleidigung gemeint haben, denn Sie haben bereits richtig gesagt, dass berichtet wurde, dass die Ukraine von dem damaligen britischen Premierminister, der im Namen der Biden-Administration handelte, daran gehindert wurde, eine Friedenslösung auszuhandeln. Also sind Sie natürlich ein Satellit. Große Länder kontrollieren keine Länder. Das ist nicht neu und deshalb habe ich darum gebeten, direkt mit der Regierung Biden zu verhandeln, die diese Entscheidung trifft und nicht mit dem ukrainischen Präsident Zelensky.
Nun, wenn die Zelensky-Regierung in der Ukraine sich weigert zu verhandeln, dann nehme ich an, dass dies auf Anweisung Washingtons geschehen ist. Wenn Washington der Meinung ist, dass es die falsche Entscheidung war, dann sollen sie es aufgeben. Es soll eine gute Ausrede finden, damit niemand beleidigt ist. Es soll sich einen Ausweg überlegen. Es wären nicht wir, die diese Entscheidung getroffen haben. Sie waren es. Also sollen sie sie rückgängig. Ich wage mich zu behaupten, würde Deutschland nicht mehr länger der Handlanger von USA sein, hätte USA auch nicht mehr so viel Macht im europäischen Raum. Deutschland wäre wieder viel eigenständiger, müsste neue Kontakte knüpfen, ja. Aber zu dem Vorteil des eigenen Landes. Würde ich jetzt einfach mal so stumpf behaupten. Ihr könnt mich dafür kritisieren oder was auch immer. Aber solange Deutschland immer wieder an der Leine gezogen wird von Amerika, haben wir diese Probleme, die wir einfach haben. Haben wir auch diese unfähigen Politiker, die wir haben, die immer denselben Quatsch labern. Ich finde, Deutschland muss jetzt einmal wirklich langsam Verantwortung übernehmen. Und anfangen, eigenständig, ohne Leine, mal durch die Welt zu marschieren, nach den Ereignissen von damals. Wisst ihr, was ich meine? Weil das kann ja nicht für immer so weitergehen. Und vielleicht gibt es ja ein Land, ein mächtiges Land, wie zum Beispiel Russland oder China oder Indien, die Deutschland dabei helfen, eigenständig zu sein, wieder richtig. Und sich wieder richtig auf die Beine zu bringen. Natürlich werden die Amis das nie zulassen. Ich weiß das doch. Aber ich meine nur, das wäre, finde ich, für uns. Für unsere. Weil wir müssen ja auf uns gucken. Was bringt das einfach, der verlängerte Arm von irgendeinem zu sein, der dich einfach in die heiße Pfanne tut, wenn er Bock hat? Das passiert ja einfach. Fühlt sich nicht gut an, oder? Seien wir mal ehrlich, Leute. Fühlt sich das gut an, wenn ihr wisst, wir leben in einem Land, das wir Heimat nennen? Wo unser Land einfach benutzt wird für irgendwelche komischen Dinge, mit denen wir nichts zu tun haben, Alter. Ich habe mies recherchiert. Wir haben nichts damit zu tun. Fühlt sich das gut an, Leute? Und dann wird bei uns alles teurer mit für Dinge, wofür wir nichts können, womit wir nichts zu tun haben. Was soll der Scheiß? Fühlt sich das für irgendjemanden hier gut an? Tschö. Umut. Umut 063. Dankeschön, Bruder. Fühlt sich das für dich gut an, Umut? Für mich nicht, Alter. Vor allen Dingen für Leute, die viele Steuern zahlen. Tut das weh? Das ist ein Schlag ins Gesicht. Dir wird dir so viel Geld weggenommen, muss man einfach so sagen. Es wird dir weggenommen für Leistungen, die du erbringst, du. Dein Schweiß, dein Blut, deine Tränen, deine Zeit. Ja? Deine Familie, die du alleine lässt. Und dann wird dir die sehr viel weggenommen und dann wirst du auch noch in diesem Land für solche Dinge benutzt und sollst auch noch deinen Kopf hinhalten. Ich bitte euch, Alter. Wohin, Alter? Wie lange soll das denn so gehen? Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe mies recherchiert. Das kann doch einfach alles nicht mehr wahr sein, Leute. Und ich verstehe nicht, warum wir Deutschen es nicht schaffen, uns aus diesen Fängen endlich mal rauszuholen und Verantwortung zu tragen, alleine auf eigenen Beinen, mit neuen Verbündeten. Endlich mal und nicht von diesen Missgeburten, die nur Unheil bringen, Alter. Die uns ins Unheil stürzen, wie wir ja sehen. Faktisch. Mit diesem Gas zum Beispiel. Reicht ja vollkommen aus. Alleine das. Was soll der Scheiß, Alter? Das ist der Wahnsinn. Ich sag euch, wir leben in einem Irrenhaus, solange wir der verlängerte Arm sind von diesen Idioten. Und mir tun die Menschen, die damit nichts zu tun haben, tun mir einfach leid. Ich tue mir selber leid. Ich schwöre dir, ich sitze manchmal und denke mir, was will ich überhaupt noch hier? Es fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Wisst ihr, was ich meine? Wofür zahle ich überhaupt Steuern? Für was, Alter? Wenn ich sehe, wie die verbrannt werden, die Steuergelder. Wenn ich sehe, wo die hingehen, für Waffen, die Menschen töten. Leute, das fühlt sich doch nicht gut an. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was ist das? Und dann wirst du auch noch als Spinner hier betitelt, Alter. Was ist das? Das ist eine Verarschung, Alter. Das ist einfach die größte Verarschung, die ich je gesehen habe, Leute. Ja, und ich habe das Recht, meinen Mund aufzumachen. Ich habe ein riesengroßes Recht dazu. Weil ich hier lebe und das erleben muss. Und ich zahle sehr viel Steuern. Und ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich bin doch nicht der Idiot vom Dienst, Alter.
Und ich bin nicht der Einzige, der so redet. Da draußen reden Millionen so. Millionen, Alter. Die haben alle keinen Bock mehr auf diese Blamage, Alter. Eine globale Blamage. Von Führungskräften, die einfach sowas von blamabel sind. Das ist nicht mehr normal. Und wir sitzen auf unseren Ärschen und tun so und sagen immer so, ja, sei doch froh. Ja, sei doch froh, dass du hier überhaupt leben darfst. Genau, darum, genau das ist es, Alter. Genau das ist es, Bro. Sei doch froh heißt übersetzt, halt's Maul. Mach deinen Kopf runter, das heißt das. Natürlich sind wir froh, dass wir hier leben dürfen. Warum sollen wir auch nicht froh sein oder glücklich darüber sein? Was hat, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt doch nicht, dass du dich lassen darfst in dein rein mit einem Besenstiel. Das heißt das nicht. Versteht ihr das nicht? Wie viel Gelder, wie viel Steuergelder werden verballert, verprasselt, verschenkt und wir ackern den ganzen Tag und haben gerade mal so Geld, um über die Runden zu kommen, mit irgendwelchen Verträgen, die noch laufen, irgendwelchen Krediten, die noch abbezahlt werden müssen. Wir leiden die ganze Zeit darunter und wir sollen jetzt die Fresse halten? Nein, ihr haltet ihr jetzt mal langsam die Fresse, es reicht, Alter. Unter Druck entstehen Diamanten. Und dieser Druck ist gewaltig groß. Und ich sag euch was. Dieser Druck lässt sehr viele Diamanten zum Hervorschein kommen. Ich sag's euch, wie es ist. Ob ihr wollt oder nicht, das interessiert das Schicksal nicht. Unter Druck entstehen Diamanten. Und dieser Druck, dem wir ausgesetzt sind, ich meine jeden von uns, er ist enorm und er ist sehr groß. Sehr groß. Und das macht was mit Menschen. Das macht was mit Menschen, ich sag's euch, wie es ist. Mit mir macht es schon sehr viel. Und ich will nicht wissen, was es mit euch macht. Deswegen, irgendwann reicht's einfach, Leute. Es reicht. Es ist schon wirklich an einem Punkt, wo man einfach nur noch nicht mehr, wo man sich die Hände über den Kopf schlägt, Alter. Das ist der Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn hört nicht einfach auf und dann sagen die, ey, Entschuldigung. Nein, nein, er wird so lange getrieben, bis es komplett eskaliert. Weil wenn du einmal anfängst, so einen Wahnsinn voranzutreiben, kannst du ihn nicht einfach aufhalten. Du musst ihn weiter füttern, diesen Wahnsinn, bis es eskaliert. Es geht nicht anders. Es muss eskalieren. Das ist wie ein Pickel. Wie ein Pickel, Leute. Du siehst, er bahnt sich an. Du denkst dir, oh nein, geh wieder zurück. Nein, er geht nicht zurück. Er wächst. Bis oben ein weißer Punkt ist und er tut schon weh. Du musst ihn ausdrücken, Digga. Es geht nicht anders. Er muss einmal platzen, wie ein Vulkan. Wie wenn du pissen musst. Es muss irgendwann raus. Ja. Komische Beispiele, die ich mache, aber ihr wisst, was ich meine. Und dieser Druck, der sich aufgestaut hat, irgendwo platzt es raus, Leute. Das ist normal. Das ist ein Naturgesetz. Hier rein, da raus. Ist das Glas voll, schwappt es über. Ganz einfach. Machen. Das war's. Aber sie haben die falsche Entscheidung getroffen und jetzt müssen wir nach einem Ausweg aus dieser Situation suchen, um ihre Fehler zu korrigieren. Sie haben es getan, also sollen sie es selbst korrigieren. Wir unterstützen das. Ich möchte nur sicherstellen, dass ich sie nicht falsch verstehe, was sie sagen. Leute, was ich hier sage, ist meine eigene Meinung. Ich habe Ahnung von nichts. Das ist nur das, was ich an Erfahrung gesammelt habe, was ich so gesehen habe. Muss keiner annehmen von euch. So, das ist einfach nur meine Sicht der Dinge und hat zum Beispiel mit Putin hier nichts zu tun, hat mit niemandem was zu tun, das ist einfach, was ich sehe. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich glaube, sie sagen, sie wollen eine Verhandlungslösung für die Ukraine und die Geschehnisse dort. Richtig. Und wir haben es geschafft. Wir haben das große Dokument in Istanbul vorbereitet, das vom Leiter der ukrainischen Delegation paraffiert wurde. Er hatte seine Unterschrift auf einige der Bestimmungen gesetzt, nicht auf alle. Er hatte seine Unterschrift gesetzt und dann selbst gesagt, wir wären bereit, es zu unterzeichnen. Der Krieg wäre schon längst vorbei gewesen, vor 18 Monaten. Aber dann kam Premierminister Johnson und redete
schaltete uns aus und wir haben diese Chance verpasst. Nun, Sie haben sie verpasst. Wir haben einen Fehler gemacht. Lassen Sie uns darauf zurückkommen. Das ist alles. Warum müssen wir uns die Mühe machen und die Fehler der anderen korrigieren? Ich weiß, was man kann sagen, es ist unser Fehler. Wir waren es, die die Situation verschärft und beschlossen haben, den Krieg, der 2014 begann, im Donbass zu beenden, wie ich bereits gesagt habe, mit Hilfe von Waffen. Lassen Sie mich zurückkommen, um die Geschichte weiterzuführen. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Wir haben es gerade besprochen. Gehen wir zurück ins Jahr 1991, als uns versprochen wurde, dass die NATO nicht expandieren würde. Bis ins Jahr 2008, als sich die Türen der NATO zur Erklärung der staatlichen Souveränität in der Ukraine öffneten und die Ukraine zu einem neutralen Staat erklärt wurde. Gehen wir zurück zu der Tatsache, dass NATO und US-Militärstützpunkte auf dem Territorium der Ukraine zu erscheinen begannen und eine Bedrohung für uns darstellten. Erinnern wir uns an den Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014. Aber das ist doch sinnlos, oder? Wir können endlos hin und her gehen, aber Sie haben die Verhandlungen abgebrochen. Ist das ein Fehler? Ja, korrigieren Sie ihn. Wir sind bereit. Was wird noch benötigt? Glauben Sie, dass es zu diesem Zeitpunkt zu demütigend für die NATO ist, die russische Kontrolle über das Gebiet zu akzeptieren, das vor 2 Jahren noch ukrainisches Territorium war? Ich habe gesagt, Sie sollen darüber nachdenken, wie Sie es mit Würde tun können. Es gibt Optionen, wenn der Wille vorhanden ist. Bis jetzt gab es das Geschrei und den Aufschrei, dass man Russland eine strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zufügen möchte. Aber jetzt scheint man zu erkennen, dass das schwer zu erreichen ist, wenn überhaupt möglich. Meiner Meinung nach ist es per Definition unmöglich. Es wird niemals geschehen. Ich habe den Eindruck, dass nun auch die Machthaber im Westen zu dieser Einsicht gekommen sind. Wenn das so ist, wenn die Erkenntnisse, das Erkenntnis eingesetzt hat, dann müssen sie überlegen, was sie als nächstes tun. Wir sind bereit für diesen Dialog. Back to that is all. Why do we have to bother ourselves and correct somebody else's mistakes? I know one can say it is our mistake. It was us who intensified the situation and decided to put an end to the war. Mittlerweile, ich weiß nicht warum, aber wenn diese englische Übersetzung kommt, ich verstehe genau, was gesagt wird. Ich finde die sogar besser, weil die genau on point ist. Genau, wenn er redet, und genau, wenn dieser Tucker Carlson, ihr wisst schon, was ich meine. Let's started in 2014 in Donbass, as I have already said, by means of weapons. Let me get back to further in history. I already told you this. We were just discussing it. Let us go back to 1991, when we were promised that NATO... Ja, also jetzt im Nachhinein, wenn wir fertig sind, würde ich wirklich behaupten, dass die englische Version doch... vielleicht doch ein bisschen angenehmer wäre. Ich sag auch immer, ich kann kein Englisch, aber irgendwie fühle ich das, wenn die das übersetzen, ich verstehe auf einmal einfach. Verstehen Sie, was ich meine? Da sind so Begrifflichkeiten, ich könnte das jetzt nicht übersetzen, was dieses Wort bedeutet, aber im Zusammenhang des Textes, also im Kontext, würde ich das dann wieder verstehen. Das würde das wieder gut machen. Ich würde sogar noch dann lernen. Opened to the declaration of state sovereignty of Ukraine, declaring Ukraine a neutral state. Let us go back to the fact that NATO and US military bases started to appear on the territory of Ukraine, creating threats to us. Let us go back to coup d'etat in Ukraine in 2014. Das hat er gerade übersetzt gehabt. Я же сказал. I said, let them think how to do it with dignity. There are options if there is a will. Я же сказал, блядь. Up until now, there has been the uproar and... Leute, diese deutsche Übersetzung wurde gelöscht von YouTube, habe ich so eben erfahren. Ich bin, glaube ich, gefühlt der einzige Mensch, der das hier gerade live guckt, weil ich die Seite noch offen habe. Während wir das geschaut haben, wurde das Video gesperrt. Deswegen gucken wir das gerade alle hier. Ich bin so der letzte Überlebende, so Battle Royale mäßig. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind in den Top 5 oder Top 2. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve. Es ist ein Privileg. An alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, es tut mir leid, selber schuld. If possible at all.
In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. Have come to realize this set in, they have to think what to do next. Meint ihr, der kommt auf den Highlight-Kanal bei uns gut, das Video? We are ready for this dialogue. Wären Sie bereit zu sagen, herzlichen Glückwunsch NATO, ihr habt gewonnen und lasst die Situation einfach so, wie sie jetzt ist? Das ist so eine Frage, Alter. Herzlichen Glückwunsch NATO, ihr habt gewonnen. Lasst einfach so, wie es ist, wir haben keine Lust mehr auf Krieg. Das ist so eine Frage, die könnte von so einem, ist natürlich ein schöner Gedanke, wenn es so einfach wäre, ne? Es wäre echt so einfach. Wenn es so einfach wäre, wäre das Bombe. Ich glaube, er muss jetzt lachen. Wissen Sie, das ist ein Thema für die Verhandlungen. Niemand ist bereit, sie zu führen, oder besser gesagt, sie sind... Nein, er fasst sie professionell auf. Ich hätte jetzt gelacht kurz, aber okay, es ist Putin, sorry, verzeih mir. Der auf dem Pferd reitende, Hemd aufgeknöpfter, wie ein Delfin durch das Meer schwimmender, auf einem Panzer sitzender, auf dich mit einem eiskalten Blick blickender. Und bereit, aber sie wissen nicht, wie sie es tun sollen. Ich weiß, dass sie es wollen, aber es ist nicht nur so, dass ich es sehe, sondern ich weiß, dass sie es wollen, aber sie wissen nicht, wie sie es tun sollen. Sie haben die Situation an den Punkt gebracht, an dem wir jetzt sind. Das sind nicht wir, die das getan haben. Es sind unsere Partner, unsere Gegner, die das getan haben. Nun sollen sie sich überlegen, wie sie die Situation umkehren können. Wir sind nicht dagegen. Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Diese endlose Mobilisierung in der Ukraine, die Hysterie, die innenpolitischen Probleme, früher oder später wird es zu einer Einigung kommen. Wissen Sie, das klingt angesichts der gegenwärtigen Situation wahrscheinlich seltsam. Aber die Beziehungen zwischen den beiden Völkern werden trotzdem wiederhergestellt werden. Es wird viel Zeit brauchen. Aber ey! Der kann gerade so eben auf diesem Stuhl sitzen, sodass seine Beine nicht in der Luft sind. Nein, Spaß. Ich wollte einmal lustig. Ich bin voll, Leute, ich kann keinen Humor. Ich schwör auf alles. Humor ist bei mir richtig tot. Ich dachte, ich mache mal einmal so einen Witz, aber der ging voll daneben. Aber sie werden heilen. Ich werde Ihnen sehr ungewöhnliche Beispiele nennen. Es gibt eine Kampfbegegnung auf dem Schlachtfeld. Hier ist ein konkretes Beispiel. Ukrainische Soldaten werden eingekesselt. Dies ist ein Beispiel aus dem wirklichen Leben. Unsere Soldaten schrien... Leute, das ist kein lustiges Thema. Ich wollte euch nur auflockern, wie nach einer Thai-Massage. Hinzu. Es gibt keine Chance. Ergeben Sie sich. Kommt heraus und ihr werdet am Leben bleiben. Plötzlich schrien die ukrainischen Soldaten von dort aus auf Russisch. Perfektes Russisch. Sie sagen, Russen geben nicht auf. Und sie sind alle umgekommen. Sie identifizieren sich immer noch als Russen. Was hier geschieht, hat in gewisser Weise etwas von einem Bürgerkrieg. Jeder im Westen denkt, dass das russische Volk durch die Feindseligkeit für immer gespalten war. Und nun wird es wieder vereint. Die Einheit ist immer noch da. Warum zerschlagen die ukrainischen Behörden die ukrainisch-orthodoxe Kirche? Weil sie nicht nur das Territorium zusammenführt. Sie vereint auch unsere Seelen. Niemand wird in der Lage sein, die Seelen zu trennen. Sollen wir hier enden oder gibt es noch etwas? Nein, ich denke, das ist gut. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Russians do not surrender, and all of them perished. They still identify. Er ist der Beste, dieser Chris Tucker Carlson. Der guckt einfach so starr. Er will dabei sein, er will das verstehen. Einfach Standbild eingefügt von den Herren. Dieser eiserne Blick. Wir Amerikaner lassen uns nicht von euch Russen einschüchtern. Ich repräsentiere mein Land. Sie werden stolz auf mich sein. Die haben den gefickte Arme. Meint ihr, dass er irgendwas Schlimmes gesagt oder getan hat, dieser Tucker Carlson? Meint ihr, er hat es verdient, so durch den Kakao gezogen zu werden? Ich habe gehört, er soll jetzt als Volksverräter irgendwie bestraft werden und so, ne? Gefängnis, Gefängnis und so. Der Nächste, der Asyl in Russland sucht. What is happening is to a certain extent an element of a civil war. Everyone in the West thinks that the Russian people have been split by hostilities for... Was? Er wurde auf die Todesliste von Ukraine gesetzt? Wo hast du das denn her? Was für eine Todesliste, Bruder. Was ist das denn? Das kenne ich nur von Al-Qaida und will be reunited. Wisst ihr, wie der mir vorkommt?
der Putin. Also ich weiß, das ist ein großes Schauspiel und so, ne? Aber alles mal zur Seite gewischt. Putin will Hardcore-RP spielen. Aber die anderen wollen Gambo machen. Keiner will mit den Hardcore-RP machen. Die anderen wollen alle Gambo spielen. Das dauert denn zu lange. Die wollen dieses mit ihm nicht, dieses Reden, Verhandeln, das wollen die nicht. Die wollen sofort zur Sache kommen. Versteht ihr, was ich meine? So kommt mir das ein bisschen vor. Also so in der Art, so in die Richtung natürlich. Ja, also sehr informatives, interessantes Interview. Boah. Also finde ich, das Interview war auf jeden Fall, muss man sagen, als Interview gelungen. Er hat den russischen Präsidenten vor die Kamera bekommen. Er konnte seine Fragen stellen. Ich will mich jetzt nicht hier auf eine Seite stellen und hier irgendwie wie ein Richter urteilen, aber ich weiß nicht, wieso oder weshalb das jetzt so extrem und so, ja, einfach übertrieben krankhaft jetzt so in die Kritik fällt. Also, man muss ja nicht glauben, was die sagen. Die haben niemanden gedroht, die haben nicht irgendwie angefangen zu hetzen oder sonstiges. Der hat einfach erzählt, wie er erzählt, der hat seine Fragen gestellt. Also mir kam jetzt nichts so krass Auffälliges irgendwie vor. Bei euch etwa? Also für mich ist Wladimir Putin genau jemand wie ein Joe Biden oder ein Trump oder ein Xi Jinping. Das sind alles Marionetten, Leute. Ich kann sowieso nicht ernst nehmen, was die da wirklich sagen. Aber eins muss man festhalten. Wladimir Putin als Charakter in diesem Spiel, muss man leider so sagen, deutlich überlegen gegenüber einem Scholz oder was weiß ich wer, oder einen Joe Biden, ich bitte euch bei allem Respekt. Der Typ beherrscht die Rhetorik, glaube ich, wie kein anderer. Er hat keine Zettel abgelesen, er traut sich wirklich in Diskussion.